Also einen Tag würde ich jetzt noch machen, den sechsten würde ich jetzt noch machen und dann Okay. würde ich sagen, dann war's das für heute wieder. So, der Sprenkler hat Also, gesprenkelt. was hältst du davon, wenn du Peperoni einlegst? Kann ich machen, ich würde es nur im echten Leben niemals essen. Eingelegte Peperoni? Ich esse nichts Scharfes, also nichts wirklich Scharfes. Und Peperoni eingelegt sind meistens ziemlich scharf. Ich bin jemand, der mit Schärfe ganz schlecht zurechtkommt. Sauer, kein Problem. Ich kann in der Zitrone pur essen, aber Schärfe, nein. Und salzig ist Peperoni ist auch doch ganz voll okay für lecker. mich. Ich verstehe dich nicht. Nee, alles. Ich verstehe nicht, wozu man Schärfe braucht. Schärfe ist der Schmeckt. unnützeste Gewürzgeschmack, den man erfinden konnte. Ich mag den Geschmack. Und ist auch sehr gesund. Tja, dann lebe ich wohl total ungesund. Ja. Und dann esse ich auch noch jeden Tag, oder nee, inzwischen nicht mehr, aber häufig, lange Zeit habe ich nur jeden Tag noch Schokoladencreme gegessen. Schrecklich. Wie konnte ich nur überhaupt sagen überleben? Ich hätte schon längst umfallen müssen. Du merkst es jetzt nicht, aber du wirst es im Alter merken. Ja, Moment, ich bis dahin das überlebe, ja. Wusstest du ja nicht, weil du Schokocreme isst und nichts Scharfes. Ja, das ist auch okay. Das ist ein kurzer, schmerzloser Tod. Ich glaube, einen schmerzlosen Tod gibt es kaum. Klar, wenn er überraschend kommt. Ein Herzstillstand ist schmerzvoll. Ja, aber der Bus, der dich umfährt und dein Gehirn sofort verteilt, ist relativ schmerzfrei, glaube ich. Ja, das ist halt eine Sekunde Davon sehr schmerzvoll. merkst du halt nicht mehr viel. Problem ist, das zu organisieren, dass es wirklich dich komplett zerfettert dabei. Vielleicht sollten wir in dem letzten Tag noch irgendwie über erbaulichere Sachen reden. Findest Vielleicht du? über den Tod von einem Bus. Ich finde, es ist eine gute Option, darüber zu reden, wenn sie am besten selbst umbringt. Das ist das richtige Thema jetzt heute Abend. Ist Kann mir halt der nichts Schöneres Mittwochsblues, ja? vorstellen. Der Mittwochsblues. Kennst du Ich das kündige nicht? dann zukünftig auch unseren Stream nicht mehr mit Stardew Valley an, sondern mit Mittwochsblues. Dann muss noch einer Blues singen. Dann sing mal, ich kann nicht singen. Ich weiß nicht, wie Blues geht. Ich weiß nur, dass da ganz viel in D-Moll geschrieben ist, soweit ich weiß. Es hat auch so ein klassisches Auf und Ab. Irgendwie. Ich mag jetzt nicht singen. Ich Warum trau nicht? mich Sing nicht. mal. Ich Ich habe vorhin auch trau gesungen, mich jetzt bist du nicht. dran. Nein. Doch. Dann kann ich die Ich kann Folge wieder nicht, mit wenn deinem jemand Gesang bewerben. zuguckt. Um Gottes Willen, nein. Lang schon, Warum dass du meine nicht? Brüste benutzt hast, um Werbung zu machen. Ich habe deine Aussage über deine Brüste benutzt, ja, nicht deine Brust an sich. Wenn sie nicht existieren würden, hätte ich keine Aussage drüber gemacht. Also hast du im Prinzip meine Brüste benutzt. Pech gehabt. So. Moment mal, warum ist eine Schnecke ein Fisch? Steht da, aber außerdem war das eine Wasserschnecke. Ich habe die aus seinem Dings rausgezogen. Oh. Jetzt leide ich schon ganz schön. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Stirbst du jetzt? Ja! Nee, ich habe nichts mehr zum Energie wieder auffüllen. Mine verlassen. Puh, ich habe noch ganze drei Lass den Fisch. Lebenspunkte. Ah, ich habe einen Kugelfisch gefangen. 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 Wie lange hat denn der Schmied offen? 16 Uhr oder so. Hm, schlecht. Oh, diese Sauna ist ja genial. Ich komme auch mal in die Sauna, mein Schätzchen. Moment, ich Ich muss bin in die gleich wieder Richtung. weg. Ach, verdammt. Du hast gesagt, du musst jemanden verabschieden und ich bin Ja, irgendwie von irgendjemandem Pinkeller. in. Ja, ich bin irgendjemandem von jemandem in-game ausgegangen und dann dachte ich so, ja, wenn er jetzt noch mit jemandem quatscht, dann muss er noch irgendwo ganz Nee, woanders ich bin sein. jetzt gerade beim Umziehen. Ich bin nackig, nur für dich. Ich habe einen Badeanzug an, beziehungsweise ein Bikini. Das sieht man ja aber nicht, wenn du im Wasser bist. Hallo. Ah. Schön Hallo, warm, hallo. Schatz. Hi. Ich bin ganz Hi. nackig. Willst du mal meinen Aal fühlen? Ja. Ah, ist das schön entspannt. Die Entspannung wird besser. Lass ihn uns ruhig knutschen. Nein. Nur fummeln, nicht knutschen. Ich mach sogar die Augen zu. Guck mal. Lass mir das Ohr abschlecken. Reicht, danke. Bin fertig.
Ich will dir noch mal ins Ohr beißen. Bleib stehen. Tschüss. Bleib stehen. Ich glaube, du kommst nicht hier rein, oder? Das ist die Männerumkleide. Ja, sag ich ja. Nicht rein. Na gut. Schweinereien gibt's nur im Bad. Nicht in der Umkleide. Siehst du, ich gebe vielleicht die Ingame-Befehle, aber du gibst die Outgame-Befehle. Ich habe nur gesagt, wie lange ich noch mache. Du kannst ja weiterspielen und weiter streamen. Ja klar, ich spiele jetzt unseren gemeinsamen Account alleine weiter. Das ist voll doof. Kannst du auch den Singleplayer weiter streamen? Oder du machst halt direkt weiter Dota. Na, no, wenn dann eher Dota. Du spielst ja was ganz anderes. Alles Möglichkeiten. Oder ich mache tatsächlich mal was für die Uni. Nee, das ist nicht drin, würde ich sagen. Das wäre Quatsch. Das wäre produktiv. Was soll denn das? Schon um eins. Schlafenszeit. Das wollte ich noch abgeben. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Da kann ich schon mal nachgucken, wen ich dann weiter hoste.